Servus Leute zum nächsten Vlog. Ja, wir haben Donnerstag bei mir. Warum schon wieder Donnerstag? Ja, Video kommt ja morgen. Die letzten Tage ist nicht viel passiert. Es ist sich ja beschwert worden, oder? Hat Carsten, man kann schon nicht mehr hören, das Wort schälen. Ist halt so, war halt jetzt die letzten Tage angestanden. Ich habe am Dienstag unten am Acker noch ein wenig gearbeitet gehabt. Ich habe gestern unten am Acker noch ein wenig gearbeitet gehabt, am Mittwoch. Ich habe gestern mein Futter sortiert. Ja, und sonst ist wie gesagt nicht so viel passiert. Ja, was soll ich sagen? Gestern ist mir ein kleines Missgeschick passiert, ein kleines Unglück könnte man sagen. Ich habe das Bulldoggle mal in den Graben eingelegt. Ja, ich habe gestern bis abends um 10 noch unten gearbeitet. Irgendwann will man ja mal fertig werden. Wie gesagt, ich bin ja berufstätig, ich gehe auf Arbeit, ich mache das ja im Nebenerwerb. Von daher, ja, muss man sich das so einteilen, dass es halt funktioniert und dass man das dann irgendwie in der Freizeit noch macht, wenn man daheim ist. Ich bin auch gestern fast fertig geworden. Bloß bei den letzten Furchen unten, die Grenzfurchen könnte man sagen. Es mag kleine Fehler unterlaufen. Ja, es war ziemlich dunkel. Scheinwerfer vom Schlepper an und halt ein wenig so vor mich hingearbeitet. Und noch gedacht, naja, jetzt am Graben, da wird schon eng. Da bin ich mit den Rädern hier auf der Kante vom Graben gefahren. Oben her. Ist ja eigentlich nicht so schmal. Und das Vorderrad auch. Ja, und so bin ich da schön langsam dahin gezuckelt im zweiten Gang. Extra langsam, weil ich gedacht habe, weiß man ja nicht. Ja, bloß irgendwie in der Dunkelheit habe ich übersehen, dass da eine kleine Kante ist. Da haben die letztes Jahr unten ausgebaggert, die Stadt. Hat den Graben rausgeputzt und da haben sie scheinbar ein wenig weit reingehalten. Da war wieder eine kleine Lücke. Und dann hat das Vorderrad seine Traktion verloren und dann, plupp, war der ganze Schlepper schräg drin gestanden. Ups. Ja, der Pflug oben war quasi noch in der Furche. Der hat den Schlepper gehalten, dass er nicht ganz umgekippt ist. Oder besser gesagt, ganz neu gerutscht ist. Dann habe ich gedacht, so, was machst du jetzt? Das ist jetzt dumm. Erster Schritt. Vorsichtig den Pflug ein wenig anheben. Weil, wenn er in der Erde drin steckt, bewegt sich der Schlepper ja kein Stück mehr. Also vorsichtig ein bisschen auskoben. Schon gemerkt, oha, der neigt sich ein bisschen. Ja, nächste Instanz. Rückwärtsgang rein, versuchen rückwärts wieder rauszufahren. Es war ja nur vorne drin, hinten das Hinterrad hier. Stand fast noch auf dem Ding drauf, also der war halt vorne so reingekippt. Denke ich, na, es könnte vielleicht, also Differentialsperre versucht reinzukriegen. Geht nicht. Die Differentialsperre kriegst du am besten rein, wenn du schon rückwärts fährst. Und immer ein wenig hin und her lenken. Konnte ich natürlich in der Situation nicht. Also, versucht, geht nicht. Also versucht dann mit einem Rad rauszukommen. Schlechte Idee, weil dann ist er hinten abgerutscht. Damit habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. So eine Kacke. Ja, dann war ich komplett schräg drin gestanden. Ja, zu dem Zeitpunkt überlegt, was macht man. Da habe ich schon gedacht, naja, wenn ich jetzt vielleicht rausfahre mit dem Vorderrad und auf der Grabenkante links und auf der Grabenkante rechts fahre, könnte ich den Schlepper über den Graben bis runter zum Weg manövrieren. Es waren ab da vielleicht 50 Meter. Gedacht, das könnte ja funktionieren. Also Lenkrad ein bisschen eingeschlagen, hochfahren wollen. Ja, da wirken natürlich unheimliche Kräfte dann drauf. Da hat es mir das Lenkrad verrissen. Das konntest du nicht festhalten, keine Chance. Und hat einmal voll um den vollen Lenkeinschlag Richtung Straße eingeschlagen. Also ich war in die Richtung unterwegs. Hier drüben der Graben. Lenkrad schlägt dann vorne so ein und auf die Böschung auf. Ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ja, natürlich auf die Böschung auf, ist ja klar. Das war ja das Allerschönste. Auf die Böschung ist er dann schon auf. Dann ist die Pendelachse natürlich hoch. Ist klar, die hat einmal den vollen Federweg gebraucht. Sieht man hier den Einschlag, wo er das Rohr berührt hat vom Kühler. Außerdem da unten ist er dann begrenzt. Da hat es einen Einschlag. Ja, und nachdem das Lenkrad voll eingeschlagen war, man sieht es hier an der Haube ein bisschen. Und da unten hat es ihn auch erwischt und das Kennzeichen vorne hat auch einen Datsche weg. Also mir ist da in dem Moment ziemlich die Muffe gegangen. Ich dachte, jetzt werde ich den Bulldog umschmeißen oder was. Ne? Ja, und dann habe ich den Differentialsperr endlich reingerichtet und dann hat es funktioniert. Da habe ich ihn halt rausmanövriert und dann stand er auf der Straße. Dann habe ich so gedacht, na hoffentlich ist jetzt nichts kaputt gegangen.
Ja, jetzt muss ich mal Schadensbilanz machen. Jetzt schauen wir uns lieber mal im Ganzen an. Ich hoffe, es ist noch alles gut. Und ja, dann wird man sehen. Also die dümmsten Sachen passieren immer, wenn es dunkel ist und wenn man es nicht filmen kann. Vielleicht besser, wenn ich es nicht gefilmt habe. Obwohl das wäre eigentlich auch wieder mal was Interessantes worden. Möchte ich wetten. Tja. So steht er, wie gesagt, noch gut da. Dem fehlt ja nichts. Hier drüben, die Achse war halt dann ganz unten. Die war im Graben. Die Achse da, der, also die Radnabe, oder das ganze Rad stand dann oben auf der Grabenböschung. Der ganze Schlepper schräg drin. Doch ein wenig Wasser rausgespotzt. Weiß ich auch, wo es herkommt. Das kommt von hier. Da ist leider der Hahn hier undicht. Also keine Angst, das ist kein Öl, das ist Wasser. Der stand das letzte Mal ein Stück weiter hinten. Das sind immer Wassertropfen. Muss ich meinen Kühler wieder kontrollieren. Ja, früher war da Silikon drin. Der Vater hat ihn eigentlich abgedichtet. Aber hält halt doch irgendwie nicht so ganz. Gehört eigentlich ein neuer noch, aber den gibt es nicht mehr. Zur Not würde er einen Silikonpfropfen einmachen. Habe ich nicht gesehen. Nee, also keine Angst, das ist nichts. Ja, ich muss mir jetzt da mal angucken. Motorhaube hat es wie gesagt ein wenig reingedrückt gehabt, aber bis auf ein bisschen Lackschäden hier scheint alles gut zu sein. Unter dem Kühler müsste auch alles gut sein. Lüfter habe ich zumindest gestern keine Geräusche davon gehört. Also ich glaube nicht, dass da was beschädigt worden ist, aber da mache ich jetzt einmal noch einen kleinen gründlichen Rundumcheck und dann, ja, wird man sehen. So Leute, haben fertig. Ja, was soll ich sagen? Das Feld ist zwar so ein bisschen zweigeteilt, muss man dazu sagen, weil oben her war es ja recht trocken und unten hat dann die Feuchtigkeit im Boden gepasst zum Ackern oder Schälpflügen. Ich nehme das Wort noch einmal in den Mund, ja. Weil was anderes war das nicht. Es ist wie gesagt ein wenig zweigeteilt und ja, oben ist das Ergebnis nicht ganz so sauber. Das war die Einstellung vom Pflug, die hat nicht gepasst. Der Boden war einfach knochentrocken, der ist nicht neigegangen. Und wenn der Boden knochentrocken ist, kannst du am Pflug rumstellen, was du willst. Es funktioniert einfach nicht richtig. Klar, ich könnte jetzt hergehen und könnte versuchen, hier oben nochmal alles zu ackern, aber ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Stroh untergearbeitet. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und versuche das nochmal, dann hole ich das Stroh bloß wieder hoch. Das ist Blödsinn. Wie schaut das Ganze jetzt aus, bevor es jetzt ganz dunkel wird? So sieht mein Acker aus. Ja, da unten ist wie gesagt schön sauber rumgelegt. Schaut klasse aus. Finde ich richtig gut. Hier oben, ja, zugegeben, ist nicht so toll. Und da gucken auch noch ein paar einzelne Disteln hoch. Die hat es nicht ganz erwischt. Die werde ich selber noch ein bisschen händisch mit der Hacke ärgern. Dann hacken wir sie einfach weg. Mir wurscht. Da habe ich auch kein Problem. Kartoffeln hole ich mir sowieso. Und da habe ich letztens schon mal mit der Hacke, wie ich von unten drauf bin, einfach ein paar Disteln niedergemacht. Ja. Ist quasi wegen die Wut auf die Dinge rauslassen, also ähnlich. Ich köpfe euch! Egal. So sieht es auf alle Fälle jetzt aus, das Ganze. Hier oben, ich lasse das jetzt auch, wie es ist. Ich probiere da gar nicht mehr groß. Hat keinen Sinn. Die Vorgewinde waren eigentlich, ich bin bis vorgefahren, aber man sieht schon, der Pflug ist halt da, der dann regelrecht rausgerutscht ist, nur noch drüber gerutscht. Da war der Boden so trocken, das war Mist. Gebe ich zu. Scheiße gelaufen, ist so. Hier vorne habe ich die Vorgewinde einfach noch einmal ein bisschen mit geackert oder geschält, wo es halt überhaupt nicht rumgedreht war. Klar, ich könnte jetzt hier auch noch weiter reingehen. Ich will aber nicht übertreiben mit dem Rauf und Runter ackern. Kommt der Starkregen, rauscht mir nämlich mein ganzer Boden dann unter. Deswegen ackert man am Hang normalerweise auch immer die Quer. Das ist besser, so wie ich es jetzt gemacht habe, hier die Längsrichtung und nicht von oben nach unten. Das ist nämlich Blödsinn. Wir haben ja CC Wasser 2, CC Cross Compliance Wasser 2. Wir haben quasi gewisse Vorgaben, die wir für den Mehrfachantrag erfüllen müssen. Wir müssen zum Beispiel bis zum 15. Oktober hier auf der Fläche gesät haben. Und ja, 15. Oktober gesät. Wir dürfen nicht vor dem 16. Februar hier ackern. Wieder richtig ackern. Ist ein bisschen blöd. Tja, aber so ist es halt. Erosion ist das Stichwort hier. Erosion in dem Sinne, Starkregen, dann rauscht ihr, wenn das hier brach liegt, unter Umständen das ganze Erdreich darunter.
mal in unser Graben und dann irgendwann in die Weihe. Wir hatten heuer mal einen Starkregen, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, da war die Straße hier weg. Ja, die Kartoffeln waren auch ziemlich ausgeschwemmt und sowas kann immer passieren. Da steckst du nicht drin. Ich kann nicht sagen, nö, heuer nicht, keine Chance, das passiert nicht. Nein, das wird nicht vorkommen. Kann immer vorkommen. Und von daher sage ich ganz ehrlich, was ist denn da vorne los? So viel Auto. Von daher sage ich ganz ehrlich, nein, da muss was drauf. Winterbegrünung ist einfach so. Jo, so viel auf alle Fälle dazu. Und eine Fruchtfolge sah so aus: Wir hatten letztes Jahr Stilllegung auf der Fläche. Dann ist es rumgebrochen worden, nachdem es gegrubbert war, nachdem es ja gebrannt hat. Wir haben dieses Jahr Winter. Weichweizen auf der Fläche gehabt. Sade Badis, der ist ja als Hunden gewesen. Stoppeln sind jetzt größtenteils abgeschält. Und ja, das Ziel fürs nächste Jahr wäre eigentlich, das haben wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt, einmal wieder Braugerste hier probieren. So wäre das Ziel. Wäre auf dieser Fläche fürs nächste Jahr angedacht. Auf die andere Fläche, die ich bei Petzmannsberg draußen habe, da habe ich dann vor, Hafer anzubauen. Den habe ich. Ich weiß bloß noch nicht, wer ihn abnimmt. Keine Ahnung. Muss ich selber erst einmal gucken. Und ja, dann wird sich zeigen, wie es läuft oder auch nicht läuft. Jo. Und jetzt nochmal, um aufs Schälen zurückzukommen, weil immer wieder dieser Kommentar kommt: Boah, man sieht ja gar keinen Unterschied zwischen Schälen und Pflügen. Ach doch, jetzt sehe ich einen Unterschied, wo stockfinster ist und der Bulldog dann in der Ferne ist. Genau. Blem, blem. Also wer hier keinen Unterschied zwischen Schälen und Pflügen sieht, tut mir leid, dann habt ihr entweder in der Schule nicht aufgepasst oder ihr habt keine Ahnung vom Aggern. Tut mir leid. Ist so. Sage ich jetzt aus meiner Sicht, wie ich sehe, weil unter Schälen verstehe ich flaches Abtrennen der obersten Bodenschicht und Wenden und unter Aggern verstehe ich agge tiefer auf ca. 20 cm und hole richtig Boden von unten hoch und breche den Boden richtig um. Wer den Unterschied nicht kennt, wie gesagt, den kann ich nicht helfen. Bloß wer mir jetzt sagen will, dass das da der geaggert ist. Also ich stelle hier mal meinen Fuß rein, gell? So. Das ist mein Fuß. Der verschwindet gerade so mit der Kante. Gerade so. Ich habe leider keinen Meter einstecken. Nehmen wir doch nochmal den Finger. Bitte schön. Das ist mein Finger. Der Finger verschwindet nicht ganz. Der verschwindet bis hier oben. Bis zu diesem Glied hier. Was wann denn das sein? An der Stelle vielleicht, wenn es gut kommt, 5, vielleicht 7 cm. Also, wer mir sagt, der aggert auf 7 cm, der aggert nicht, sondern der schält. Also, zumindest habe ich unter Aggern was anderes immer verstanden. Es ist eine ganz flache Bodenbearbeitungsart und man sieht es ja hier, die Furche bleibt bestehen, das ist einfach so. Der Boden ist hier, also ich weiß nicht, ob man überhaupt noch sie kennt, der Boden ist hier jetzt ziemlich glatt und der ist sauber durchgeschnitten. Das ist der Vorteil beim Schälen. Ich schneide den Boden komplett durch. Mein Gruber, habe ich ja gesagt, der hat einzelne Zinkenpaare oder einzelne Schare. Da läuft eines hier, das nächste läuft hier, wieder eins läuft da und ich habe dazwischen immer einen Abstand. Die Schare vom Gruber sind vielleicht zu breit. Zack, zack. Zack, das überlappt nicht ganz, dazwischen kann was durch und dann grabe ich hier den Boden an der Stelle zum Beispiel um und ich grabe den Boden hier drüben um und in der Mitte bleibt dann was stehen. So. Soll zwar dann ein Zinkenpaar dahinter oder ein Scharpaar dahinter wieder umreißen, funktioniert aber in der Praxis nie richtig ganz. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hätte Gänsefußschare bestellen können, die sind breiter, die würden den Boden auch durchschneiden. Die kosten aber, wie gesagt, knapp 1000 Euro und das ist mir entschieden zu teuer für den Gruber. Halten dumm sie in unserem Boden sowieso nicht lange. Wenn ich sie ein, maximal 2 Jahre habe, dann sind sie durch, weil die Doppelherz, die kannst du einmal verwenden, dann kannst du drehen, dann kannst du nochmal verwenden und dann sind sie durch. Das liegt nicht an unserer Arbeitsweise, sondern das liegt an dem Boden. Ich weiß nicht, manche Leute begreifen das nicht. Die Mana, der Boden auf der ganzen Welt ist scheinbar gleich, aber Böden sind unterschiedlich. Das ist ein sandiger Lehmboden oder Tonboden, kannst du sagen. Er ist knüppelhart, wenn es trocken ist.
Und wenn das nicht geregnet hat und du gehst mit am Grubber da rein, der Boden, der frisst dir die Schare regelrecht zusammen. Da bleibt nichts übrig vom Schar. Das nagt da dran, das frisst dir die Schare weg. Deswegen haben wir auf dem Flug letztes Jahr auf dem Krone neue Schare gebraucht, weil die einfach durch waren. Und die neuen mit diesen Spitzen vorne dran, mit diesen Aufschraubspitzen, selbst die Spitzen sind schon wieder nur noch die Hälfte von da. Das ist einfach weg, da bleibt nichts übrig ohne Regen. Wenn du aber immer auf Regen warten willst, ja, wann willst du da noch ackern oder überhaupt Bodenbearbeitung machen, dann kannst du es gleich brach liegen lassen und brauchst gar nichts mehr machen. Du musst mit den Gegebenheiten leben, wie es halt bei uns ist. Ich weiß, dass es anderswo in Deutschland vielleicht anders ist und die haben einen Boden, einen Humusboden, die können da immer rein. Und wieder andere, die haben keine Probleme mit Erosion, die können das ganze Jahr machen, was sie wollen und können alles brach liegen lassen. Alles schön und gut. Kann ich halt leider nicht. Wir haben auf unserem Boden einfach Gegebenheiten, an die ich mich halten muss und an die ich mich anpassen muss und die seit Jahren so einfach nicht anders umgesetzt werden können. Und von diesem Standpunkt aus sage ich das jetzt halt. So, ich mache schon wieder gelabert zusammen, wahrscheinlich versteht eh kein Wort. Versteht eh keiner Wort. Ja, Kruzifix. Zeit fürs Bett, eindeutig. Oh, scheiße, ich muss ein Video schneiden. Ja, aber auf jeden Fall. Also, der Grund auch, warum ich bin jetzt im letzten Video gefragt worden, wir haben einen Turbo auf dem IHC. Wozu ist der eigentlich? Ja, warum haben wir einen Turbo auf dem IHC gebraucht? Und der IHC hat ursprünglich 74 PS gehabt. Der Schlepper war eigentlich gut ausgestattet, war auch kein Problem, hat immer funktioniert. Wir haben aber auf dem Schlepper dann angefangen, diesen großen Böschungsmulch hier hinten ran zu machen. Da hat die Motorleistung schon so ein bisschen geschwächelt. Wir haben einen großen Omarf-Mulcher von der Jagdgenossenschaft, der 3-Meter-Mulcher, der Schlegelmulcher. Der steht ja da in der Halle. Und auch der hat eigentlich einen Leistungsbedarf, wo die 74 PS nicht wirklich ausgereicht haben. Du hast es gemerkt, du konntest nur in Schrittgeschwindigkeit dahin fahren, weil Schnelle war nicht drinnen. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Ja, und spätestens wie wir den Jensen Holzhäcksler gekriegt haben, war die Motorleistung so, am Ende hast du keine Chance mehr gehabt. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, nee, Schnauze voll. Da hat es ein Angebot gegeben, Original-Nachrüstsatz. IHC 745 Turbo-Nachrüstsatz. Den haben wir gekauft für 750 Euro. Den hat er angeschafft, den hat er eingebaut. Er hat am Motor einige Sachen angepasst, eingestellt. Einspritzpumpe, Einspritzdüsen und. Da war einiges zu machen. Sonst kannst du den Turbo zwar draufbauen, kannst aber den Motor kaputt machen. Den Turbo haben wir nachgerüstet. Der Schlepper hat damals gerade mal 1600 Stunden runter gehabt. Das ist schon ein bisschen her. Ein Turbo bei 1600 Stunden nachrüsten ist, wie wenn du auf einen neuen Schlepper an drauf baust. Das ist kein großer Unterschied. Der Schlepper hat nicht viel gelaufen. Bei einem Schlepper, der 9000 oder 10.000 Stunden runter hat, würde ich das vielleicht nicht mehr unbedingt empfehlen, um das letzte i-Tüpfelchen quasi rauszukitzeln, weil dann kannst du den Motor gleich schrotten. Aber das darf auch jeder entscheiden, wie er mag und jeder darüber denken, was er mag. Wir haben den draufgebaut und wir haben einige große Vorteile dadurch. Wer mein IHC kennt, der weiß, dass auf der rechten Seite, wo normalerweise der Auspuffkrümmer sitzt, da ist ja ein weißes Blech. Und auf dem Blech ist ein Schriftzug aufgeklebt, International 745 XL. So. Und wer die Seite kennt, der braucht da bloß mal drauf gucken, die Seite ist verschmort. Da ist von dem Aufkleber nicht mehr viel zu lesen. Der ist einfach weggebrutzelt. Warum? Weil der Krümmer immer heiß wird. Nein, nicht der Kühler wird heiß, sondern der Krümmer wird heiß bei dem Schlepper. So, und das war eigentlich unschön. War halt nicht so toll. Temperaturprobleme haben wir nie gehabt, Spritverbrauch haben wir größer gehabt. Ich habe das einmal im letzten Jahr, der Mustang hinter dem IHC oder wie heißt das Video, da habe ich eine Auflistung geschrieben, den Spritverbrauch damals ohne Turbo und den Spritverbrauch jetzt mit Turbo. Und natürlich auch die neuen Reifen. Es macht einen großen Unterschied aus. Wir haben den Turbo draufgebaut, positiver Effekt. A, mehr Leistung, wir haben 20 PS mehr rausgeholt, ohne Probleme, kein Problem. Das kann der Fahrer, hat er gesagt, beruhigt den Motor geben. Das ist überhaupt kein Problem. Er ist Kfz-Schlosser. Wir reden hier nicht von irgendeinem Laien, der da einfach an der Einspritzpumpe fleißig rumdreht, bis dann oben einmal die schwarze Fahne kommt. Nein, er dreht da mit Sinn und Verstand dran rum. Er hat Werkzeuge dafür und er stellt sich das ein, wie er es braucht. Und nicht einfach einmal, ich drehe den jetzt auf und mal gucken, ob der auch 150 schafft. Nee,
So, der ist eingestellt auf 94 PS, die sind eingetragen. Musst du eintragen, sonst hast du keinen Versicherungsschutz. Nächster Punkt. Der Schlepper wird am Krümmer nicht mehr heiß, der Turbo wird lang nicht mehr so warm wie der Original-Krümmer. Das bleibt kalt. Wir haben auch gesagt, das Blech, das was seitlich drauf ist, dieses International 745XL, soll neu werden. Das muss aber irgendwann runter, muss lackiert werden und dann können neue Schriftzüge drauf. Ist auch geplant. Wird auch gemacht. Da schmort uns nichts mehr weg. Früher hast du auf dem Blech locker deine 200 Grad drauf gehabt. Konntest du mit dem Fernthermometer, Laserthermometer messen. 200 Grad. Jetzt, wenn du drauf willst, du hast nicht einmal mehr 60 Grad auf dem Blech. Also soll mal einer sagen, Temperatur kann gar nicht sein. Von wegen. So, und der nächste Punkt ist, wie gesagt, der gewaltige Spar. Das gewaltige Sparpotenzial beim Sprit. Es ist deutlich besser geworden. Wir haben früher deutlich mehr Sprit gebraucht. Es ist besser geworden. Ist Fakt. Und das sind die Gründe, warum wir das haben. Bei unserem Boden mit unserem 3 Meter Köckerlingrubber, ja, da mögen einige drüber lachen. Puh, der kleine Grubber, puh, hinter euren IHC, das muss er ja locker packen mit 74 PS. Wie gesagt, wir haben einen anderen Boden. Wer den Boden nicht kennt, wer da drin noch nicht geackert, gegrubbert oder sonst was hat, der kann da nicht mitreden. Wir haben hier in dem Boden auf jeden Fall drei Lehmsorten: roten, blauen, gelben Ton. Und je nachdem, wo du mit dem Flug durchgehst und wie tief du reinkommst, kommt auch grüner Ton hoch. So, jetzt werden einige sagen, jetzt will er uns verarschen hier, vier Tonsorten. Nein, machen wir nicht. Unsere Böden hier sind so. Da sind diese verschiedenen Lehm- oder Tonarten drin. Und die, wenn du rausgräbst, die sind elendhart. So tief willst du eigentlich auch gar nicht rein. Das ist der Grund, warum ich schaue, dass der Pflug nie zu tief neigt. Du holst bloß den Dreck unten rauf und ich will ja nicht den toten Boden von unten und meinen schönen Humus, der oben drauf liegt, unten rein, weil das macht null Sinn. Das hat überhaupt keinen Sinn und Verstand dahinter. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Ich labere schon wieder viel zu viel. Ihr merkt schon. Auf jeden Fall, wer den Unterschied zwischen Schälen und Pflügen nicht kennt, dem kann ich nicht helfen. Das hier ist geschält. Jetzt ist der Boden sauber durchschnitten, sauber gewendet. Sauber gewendet mit ein bisschen Strohverteilen drin. Deswegen guckt hier auch überall noch ein bisschen Stroh hoch. Weil ich eben nicht auf 20 cm gehe, sondern nur auf 7 bis 8 cm. Da kann es natürlich dann nicht bis ganz unten runter. Ich will ja nicht nur den braunen Boden oben drauf haben, sondern ich will ja Stroh mitgemischt haben. Stroh verrottet am besten, wenn Sauerstoff, Wasser, Luft hinkommt. Ja. Sauerstoff und Luft ist dasselbe. Ihr wisst schon. Gut, so viel dazu. Als Resümee lässt sich vielleicht noch sagen, hier unten, wahrscheinlich seht ihr mich auf der Kamera schon gar nicht mehr, es wird schon wieder so dunkel. Als Resümee für das Ganze lässt sich jetzt noch festhalten und sagen, ich habe jetzt 8,5 Stunden gebraucht hier zum Schälen. Davon muss ich auf jeden Fall mal insgesamt eine halbe Stunde abziehen, die ich nur am Flug rumgestellt habe, weil hier oben war ich eigentlich bloß am Einstellen und habe rumgepopelt und es hat nicht funktioniert. Da unten, wenn er mal eingestellt war, ist der gelaufen. Kein Problem, Boden war dann weich, Flug einmal eingestellt und du konntest ihn laufen lassen, ging optimal. Jo, so viel auf alle Fälle dazu. Wir haben also quasi summa summarum 8 Stunden geackert oder 8 Stunden gestellt. Ich habe jetzt aktuell 39 Liter Sprit verbraucht. Und zwar sehr genau 39 Liter, weil ich habe das alles mit der Messkanne abgewogen. Oder abgewogen, abgemessen. Mich hat es nämlich interessiert, wie viel Sprit wird wohl der Kramer auf die Fläche brauchen. 39 Liter. Mit dem IHC hätte ich mit Sicherheit die 100 bis 120 Moos durchgeblasen, die der Tank hat. Und hätte, ja gut, bisschen schneller gearbeitet auf die Fläche, okay. Aber halt nicht so sauber, weil der Pflug, der arbeitet auf die Tiefe nicht optimal. Reili! Sieht der jemanden? Muss er wegläufen. Ja. Und was ich vielleicht noch festhalten sollte oder könnte, mir hat es unheimlich Spaß gemacht, das Schälen. Also wie gesagt, selbst wenn jemand sagt, das ist ja Blödsinn und macht keinen Sinn. Mir hat es Spaß gemacht. Ein kleines Malheur ist passiert. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin noch gezeigt. Das kann vorkommen. Ist einfach so.
Man lernt aus Fehlern. Beim nächsten Mal vielleicht nicht auf der Grabenkante entlang fahren. Vor allem nicht im Dunkeln, wenn man nicht sieht, wo man hinfährt. Auch wenn die Scheinwerfer vorne Licht machen, aber halt nicht an der Seite, wo das Loch ist. Jo. Spaß hat es mir auf alle Fälle gemacht. Dem Bulldog ist nichts weiter passiert. Der Bulldog hat es übrigens durchgehalten, ist nicht kaputt gegangen. Und nein, die Kopfdichtungen fliegen deswegen nicht raus. Also, wir haben die Einspritzpumpe nicht so aufgedreht, dass die Kopfdichtung fliegt. Die Belastung, die der Schlepper jetzt da unten gehabt hat, ist kein Problem. Der Motor ist ausgelegt für 22 PS. So ist es von MWM gedacht gewesen. Der Fahrer hat ihn eingestellt auf 17. Das Getriebevergramme hält auf jeden Fall auch die 22 PS aus, also auch da kein Problem. Der Kühler stammt eigentlich aus einer Schlepperbaureihe, der ist in Hela auch verbaut, auch um die 20 PS. Von daher, die Komponenten passen soweit zusammen. Das Ganze ist normalerweise kein Problem. Dass er immer mal ein bisschen warm wird, ist ganz normal, weil da auch jemand geschrieben hat, von wegen, also bei Instagram, 30 Grad, wann habt ihr 30 Grad gehabt? Das ist ja wohl geschmarrig. Vor anderthalb Wochen war es tatsächlich noch mal richtig warm, tagsüber. Und da haben wir die 30 Grad locker geknackt. Da wird es dem Schlepper einfach warm. Ist so. Ich habe damals den Fehler gemacht. Ich bin auch in... Reilly? Ich bin auch mit ganz wenig Gas gefahren, habe mir quasi auf Halbgas laufen lassen. Auch das war ein Fehler, weil mit Halbgas läuft der Kühler vorne langsamer, die Wasserpumpe langsamer, also der Lüfter langsamer, die Wasserpumpe langsamer und ja, die Kühlleistung ist schlechter, deswegen hat er wenig gedampft. Der Schlepper geht deswegen aber auf keinen Fall kaputt, also wer da Angst hat, nein. Ich habe auch extra mit meinem Vater gesprochen. Wie gesagt, der ist Kfz-Schlosser und dem kann ich vertrauen, weil wenn ich dem nicht vertraue, dann brauche ich gar kein Vertrauen. Und ich habe ihn gefragt, ob das alles klar geht. Er hat gesagt, es ist kein Ding, schau auf deinen Öldruck, der wenn runterfällt unter die 1 Bar, dann hör auf, dann ist zu viel für den Schlepper. Der Öldruck ist unter die 1 Bar gefallen. Warum? Das habe ich auch erklärt. Weil mein Standgas vom Schlepper einfach zu niedrig eingestellt ist. Ein bisschen am Handgas mehr Gas gegeben, minimal. Habt ihr ja gehört im Stand, er lief ein bisschen schneller und schon passt der Öldruck exakt, ist überhaupt kein Problem. Von daher, warum soll ich mit dem kleinen Schlepper nicht arbeiten? Warum soll ich den großen, den 28er oder den 300er mit die 28 PS nehmen? Das ist ein Blödsinn, wenn es der kleine 15er genauso kann und wenn der kleine 15er genauso dieselbe Arbeit machen kann wie der Große. Wie gesagt, verstehe ich nicht, warum da manche immer drüber grübeln. Selbst wenn da was kaputt geht, ich meine, ärgerlich ist es auf jeden Fall, aber es ist mein Pech dann, wenn ich den Schlepper zerschandricht. Ich muss ihn dann wieder zusammenrichten. Ich habe ihn letztes Jahr zusammengerichtet gehabt. Ich habe Geld reingesteckt. Und wenn was kaputt geht, ja, dann muss ich es auch wieder ausbaden. Aber solange ich das okay vor am Kfz-Ler kriege, der fast 50 Jahre, oder naja, 50 Jahre ist ein wenig übertrieben. Wenn man es genau nimmt, ist er jetzt seit 47 Jahren. Ja, das passt. Seit 47 Jahren im Beruf. Macht es. Und wenn ich dem nicht vertrauen kann, also dann weiß ich wirklich nicht mehr, wem ich noch vertrauen soll. Wenn er sagt, es geht klar, dann geht es klar. So, jetzt habe ich wieder ein ewiges Gelaber gemacht. Wahrscheinlich hat jetzt die Hälfte von den Zuschauern schon abgeschaltet. Wahrscheinlich hat die Hälfte von meinen Zuschauern schon wieder nicht mehr zugehört, weil ich so viel laber. Ja, das gehört halt nun mal auch zu so einem Vlog dazu. Warum bin ich jetzt in der Lunde, habe die Kamera auf den Bulldog gestellt, habe wieder gefilmt? Ja, wie gesagt, das ist sich ja schon wieder beschwert worden. Schälen kann man schon nicht mehr hören. Ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, das passt soweit. Der nächste Schritt ist, das ist jetzt die große Frage. Eigentlich möchte ich, weil oben der Boden nicht ganz so sauber gearbeitet ist mit dem Grubber, dass ich dann in 2-3 Wochen vielleicht jetzt, weil oben das liegt ja doch schon ein bisschen länger, in 2-3 Wochen nochmal über die ganze Fläche nochmal mit dem Grubber heiz. Bei einer Arbeitstiefe von, ja keine Ahnung, um die 10 cm, also auch möglichst flach. Und dann nochmal liegen lasse und dann
ja, je nachdem, vielleicht noch einmal mit der Gruppe. Ich habe jetzt schon den Tipp gekriegt, der ist eigentlich auch nicht schlecht mit dem Kultivate. Bloß da hat mein Vater zu bedenken gegeben, Kultivate könnte natürlich sein, das Stroh, was jetzt drin ist. Teilweise ja doch richtige Berge. Das zieht der Kultivate mit Sicherheit wieder raus, da haben Strohberge drin liegen. Ist jetzt die Frage, ich meine, es kann mir mit dem Grubber auch passieren, aber da ist die Gefahr ein wenig geringer, weil der hat weniger Zinkenpaare. Und ja, wie gesagt, der geht ein bisschen tiefer rein oder beißt sich ein bisschen besser rein und reißt vielleicht wirklich da nochmal Disteln aus, die ich jetzt im Flug nicht geschafft habe. Ja, ich muss mal gucken, da werde ich jetzt noch einmal ein bisschen recherchieren und werde mir noch ein bisschen Tipps einholen, falls jemand von euch noch einen Tipp hat, außer Spritzen, weil Spritzen mache ich nicht. Ich könnte zwar, ich dürfte auch, ich will aber nicht, von mir aus will ich es nicht. Auch da, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, ich habe einen Spritzenschein, ich habe den Sachkundenachweis Pflanzenschutz gemacht. Ich dürfte sehr wohl die Pflanzenschutzspritze anhängen und ich dürfte sehr wohl da unten die Fläche spritzen. Ich will aber nicht, aus eigener Überzeugung will ich nicht. Da mag jeder drüber denken, was er will. Ich versuche das auf die biologische Art und Weise. Ich meine, schaut sich einer die Medien an, was wollen sie denn alle, was verlangen sie denn alle? Ich meine, ich laufe immer noch als konventioneller Betrieb, ich habe nicht umgestellt. Bloß warum soll ich dann alles machen, wie es ein konventioneller Betrieb macht? Ich habe quasi so ein bisschen Pluspunkte gesammelt drin bei der Iroso, wie wir das Getreide abgeben haben. Und von daher, wie gesagt, für mich ist der Punkt, solange ich das Spritzen vermeiden kann oder Kunstdünger vermeiden kann, mache ich das. Ich mache das auf die natürliche Art und Weise. Es hat früher auch funktioniert. Der Großvater hat auch irgendwie gewirtschaftet. Er hat auch keine Spritzen und keinen Düngerstreuer gebraucht. Und der Großvater hat nicht einmal einen Gruber gehabt. Der ist auch zurechtgekommen. Der Vater hat es vorhin zu mir gesagt. Früher ist das ganze Feld mit einem Allgäuer geackert worden. Mit einem Zweischer, so gesagt, Eberhardpflug. Dann kam der KL300. Da hat der lange Zeit mit einem Zweischer Eberhardpflug gearbeitet. Und wie gesagt, warum soll das nicht funktionieren? Gut, es dauert ein wenig länger, es ist ein wenig mehr Aufwand, aber ich sage immer ganz ehrlich, ich bin Nebenerwerbslandwirt, ich muss nicht voll von der Landwirtschaft leben. Und wenn das für den einen oder anderen Spielerei ist, was ich da mache, dann soll der das meinen. Ich versuche hier meinen Weg, ihr versucht euren Weg. Ab diesem Punkt sage ich auch ganz ehrlich, ich lasse jetzt die Leute reden, wie sie wollen, ist mir wurscht. Ich habe jetzt nochmal meinen Standpunkt angegeben. Und ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Sag sorry, dass ich jetzt 26 Minuten nur gelabert habe. Aber das muss jetzt einfach mal sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die, die da sind, die haben das Ganze gesehen. Wer das Video bis zu diesem Punkt gesehen hat, der kann ja einfach mal unten drunter schreiben: Hashtag KrameKA15. Oder Eicherpflug. Oder irgend sowas in die Richtung. Wäre ja mal lustig. Ich nehme das jetzt einmal als Beispiel vom Modelleicher, der hat es auch gemacht, um mal zu sehen, wie viele zugucken. An dieser Stelle würde ich sagen, schreibt einfach mal drunter Hashtag KrameKA15, wenn ihr das Video bis zu diesem Punkt gesehen habt. Ich wünsche euch an diesem Punkt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern, ich werde mal gucken, vielleicht am Samstag machen wir einen Livestream. Je nachdem, wie es klappt und das Wetter passt, am Sonntag fahre ich vielleicht mit dem KA15 auf Tschirn. Da ist Schleppertreffen. Der Vater hat schon gesagt, lass den Pflug gleich dran, lass den Bulldog so dreckig wie er ist, dann sehen die Leute wenigstens, der hat was geerbt. Jo, ich wünsche euch auf alle Fälle was und man hört sich wieder. Ein schönes Wochenende. Servus.